Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ich mach mal kurz meine Jalousie noch nach unten. Einen Moment. So, ein wenig besser. Es ist aber echt dunkel hier. Genau, muss mich jetzt erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. 2 Wochen lang nicht gespielt und hier ist die Barriere, da sollten wir nicht lang. Gut, ich glaube, wir waren hier fertig. Wir rangen die zweite Hälfte der heutigen Sumpfkrauternte. Mal sehen, was, ob Chor Kalom mit der Menge zufrieden ist. Okay. Also müssen wir jetzt zu Chor Kalom zurück. So. Hier haben wir alles ausgenommen. Gegen Blutfliegen können wir schon kämpfen. Ich bin ziemlich stolz auf uns. Also auf mich. Also auf ihn eigentlich eher. Auf den namenlosen Held. Heilkräuter. Und das müsste jetzt Folge 20 schon sein. Oh. Und ich hänge fest. Okay, nee. Gut. Da kommen wir auf jeden Fall weg. Ja, das müsste jetzt Folge 20 sein, wenn ich mich nicht in den vorherigen Folgen geirrt habe. Mit der Beschreibung der Spielstände. Und ich finde es ein bisschen erschreckend, dass ich bei Folge 20 noch gar nicht so weit bin. Und dass teilweise Leute, wenn man so bei YouTube schaut, ich schaue immer bei meinen Let's Plays immer so ein bisschen auf die Playlist, wie lang das so in etwa geht. Und wenn ich so sehe, dass Leute 50 Folgen für das komplette Spiel gebraucht haben, dann denke ich mir, okay, ich glaube, ich brauche ein wenig länger. Aber das finde ich jetzt nicht allzu schlimm oder so. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich lasse mir da auf jeden Fall Zeit. Es wird ziemlich geil, wie lange das denn ist, aber ich finde das immer interessant, das so ein bisschen zu vergleichen dann. Ich nehme dann meistens so ein bisschen die Mitte, das heißt, ich habe irgendwie bisher so 75 Folgen etwa eingeplant. Also es gibt welche, die halt 100 Folgen gebraucht haben. Und halt welche mit 50 Folgen und dann nehme ich meistens, also meist nehme ich dann eher das Ende, weil ich glaube, ich bin schon relativ langsam so in Spielen und aber ich bin gespannt. Also wir sind immer noch bei Kapitel 1 von 5, glaube ich. Mal sehen. So würden wir dann wahrscheinlich auf, was willst du? Schon so auf 100 Folgen kommen. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Gegenstände. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Das ist aber sehr nette Chor Kalom, muss ich schon sagen. Okay. So, jetzt ist die Frage, warum haben wir das gemacht? Wir sollten hier. Eine Überredungsbahn bei Hardog scheint den Global Ura Uhun Eindruck zu haben. Ich habe nun die Ehre, das gesammelte Kraut zu Chor Kalom zu bringen. Gut, dann schaue ich vielleicht nochmal zu Baal Uhun. Ich hoffe, ich weiß noch, wo der ist. Ich glaube, der war da vorne. Mal schauen, was der so zu sagen hat. Ob der mir noch irgendwas sagt. Belohnung gibt oder sowas. Aber ich meine, es ist eine Ehre gewesen, das zu tun. Das Sumpfkraut zu sammeln. Normalerweise würde ich dann wahrscheinlich nichts bekommen. Weil es ist ja eine Ehre, ne? Ich sollte froh darüber sein. Ich hätte Chor Kalom mal fragen können, ob ich schon beitreten kann. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Aber wir schauen erst zu Baal Uhun und dann nochmal zu Chor Kalom. Tut mir leid. Apropos, bei mir dauert es ein bisschen länger mit den Folgen und mit dem Spiel und mit dem ganzen Let's Play.
fällt gar nicht auf, warum. Dürfen wir ihn jetzt eigentlich ansprechen? Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Ich habe Kor Kalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung. Oh, doch eine Belohnung? Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Okay, da hätten wir also auch einen Schlafzauber nehmen können. Wie läuft die Krautproduktion? Also bekommen können. Wir belasten jeden Mann bis ans Äußerste, um genug für uns und den Handel mit den anderen Lagern herzustellen. Aber es ist ein Opfer für den Schläfer. Und so bringen es die Novizen gerne. Okay. Gut, ich würde sagen, wir schauen nochmal nach Kor Kalom, ob wir jetzt beitreten dürften. Ich glaube, wir haben jetzt 4 Bals auf unserer Seite. Und Kor Kalom wahrscheinlich auch. Also müssten wir beitreten können, denke ich. Also, theoretisch, ich würde es nur gerne eben wissen. Wir treten ja nicht bei, sondern wir wollen ja zum neuen Lager. Dort hinten war der. Hey, aber langsam kenne ich mich hier schon aus, ja? Ich habe nur noch leichte Schwierigkeiten. Immerhin. Ich nehme jetzt hier so ein bisschen kurzfristig auf. Übermorgen kommt diese Folge, die ich gerade jetzt schon aufnehme. Oder soll sie kommen? Ich hoffe, ich schaffe das. Und gestern habe ich Pinedorf aufgenommen. Das kommt heute. Also ganz kurzfristig. Das heißt, ich muss dann... Ich nehme jetzt so 3 Folgen auf und dann muss ich noch ein bisschen schneiden. Und morgen ist dann Mörder wahrscheinlich dran. Was willst du? Ich speichere kurz. Wir sehen uns. Was willst du? Wir stehen uns sehr nah. Ich glaube, ich habe die Wals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Weiter? Baal Kadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Okay, nein, das will ich gar nicht. Wir sehen uns. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Robe, aber die nehmen wir jetzt schnell wieder ab, weil wir wollen nicht dazugehören. Aber wir könnten. Und wir könnten auch eine Stufe aufsteigen. Ja. Aber wir wollen ja dem neuen Lager anhören. Da schaue ich nochmal kurz, was wir hier jetzt gerade noch zu tun haben, weil wie gesagt, das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Aber ja, ich denke, hier haben wir alles erledigt erstmal, was wir erledigen müssen fürs erste Kapitel. Und dann gehen wir jetzt zum neuen Lager. Ich denke mal, ich werde ein bisschen vorspulen für euch, weil der Weg ist doch relativ lang. Und solange uns nichts begegnet, spule ich da ein bisschen vor für euch. Oder ich schneide das ganz raus. Mal sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich wieder.
Hier müssten auch irgendwo Blutfliegen sein, aber die sind gerade wohl nicht unterwegs. Oder haben wir die schon getötet? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Gut, aber holen wir uns mal die Moderate. Ich hoffe, ich kann auch kämpfen einigermaßen. Das sieht doch gut aus. Ohne einmal getroffen zu werden. Cool. Mal sehen, was dort in der Höhle ist. Vielleicht finden wir ja noch irgendeinen verschollenen Sumpflagerbewohner. Oder so etwas in der Art. Ein Trank? Was war das für ein Trank? War es ein normaler Trank oder? Es gibt ja auch so Stärketränke und sowas. Aber das war ein normaler Trank. Eine Fackel, eine Keule. Okay, nichts stark Außergewöhnliches. Aber immerhin ein paar Erfahrungspunkte. Und wir steigen ja auch bald schon wieder auf. Dann sind wir immerhin schon Stufe 6. Oh, da ist noch eine Höhle. Ich weiß nicht, ob wir uns schon an Varan dran trauen können. Können wir gleich mal probieren. Aber ein bisschen was essen muss ich. Hier sind noch ein paar Höhlenpilze drin. Sind das Spinnenweben oder was soll das darstellen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Gut, essen wir mal wieder ein bisschen Fleischfranzen-Ragout. Und ein bisschen Fleisch. So. Und es wird langsam Tag. Und wir probieren das jetzt einfach mal gegen einen Varan, würde ich sagen. Ich glaube, wir sterben. Aber das kann man ja mal probieren. Also ich hoffe, wir bekommen irgendwie einen da raus. Das sind ja drei. Aber die laufen relativ langsam. Also vielleicht können wir einen... Okay. Gut. Oh, oh, oh. Und ich kann ihn nicht anwählen. Okay. Ich probiere es nochmal, weil der Pfeil hat doch schon relativ viel Schaden gemacht. Aber die sind halt doch schon sehr zusammen. Eben sind auch zwei auf uns zugekommen. Okay, relativ viel Schaden bekommen.
Ich esse mal kurz ein Fleisch. Und weil wir schon Krallen ausnehmen können, kommen wir da auch gleich bei den Varanen 4. Ich erinnere mich, dass man sonst gar nichts bekommt. So, jetzt aber nicht zu übermütig werden. Gut, dann laufen wir mal weiter und schauen mal, ob dort oben vielleicht noch eine alleine rumläuft. Ich meine, die sind eigentlich schon sehr in der Gruppe. Also ich glaube, da oben sind noch 4 oder so. Aber vielleicht läuft ja einer mal weg. Okay, 3 sind hier auch. Der da vorne dreht sich und tanzt. Oh nein, es sind zwei. Okay. Oh, der andere dort oben. Da hat sich der gerade verfangen. Können wir den uns holen? Okay, ich glaube, wir lassen das. Und schauen dann demnächst nochmal vorbei. Vielleicht, wenn wir eine Rüstung haben, dann können wir ein bisschen mehr Schaden einstecken. Weil so fügen die uns zweimal Schaden zu. Schon sind wir tot. Das ist schon unpraktisch. Mal nett ausgedrückt. So, jetzt können wir ja mal außen rum laufen. Ich weiß gar nicht, ob man von der Seite außen rum kommt, aber wir probieren es einfach mal. Wisst ihr, was ich cool fände, wenn hier noch Wasser drin gewesen wäre? So ein kleiner Burggraben mit Wasser. Oh, Scavenger. Schön. Vielleicht schaffen wir auf dem Weg zum neuen Lager doch noch die neue Stufe. Noch ein bisschen Essen. Ich weiß nicht, wie viel Lernpunkte. Wollen wir zu denen nach vorne nochmal gehen? Dort hinten ist noch ein Varan. Hier können wir es nochmal probieren, das mit dem Varan. Tut mir leid.
Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal zu den Typen mit, wo die Scavenger standen. Und lernen da noch etwas. Okay. Ich glaube, das lasse ich erstmal noch. Sind doch noch ziemlich stark. So, jetzt schnell weg. Scavenger und Blutfliegen reichen uns erstmal. Ist noch bescheiden. Für den Anfang. Dort hinten sind wir runtergekommen. Und da sind noch Blutfliegen. Das ist doch schön. Gleich noch ein bisschen farmen. Stufenaufstieg. Super, jetzt sind wir Stufe 6. Haben jetzt noch mehr Lernpunkte, würde ich auf jeden Fall bei denen vorbeischauen. Jetzt wurden wir von der einen ganz schön getroffen. Aber immerhin 6 Flügel haben wir bekommen. Dort vorne sitzen die Butler, die wir bekämpft haben. Haben die noch Angst vor uns? Okay. Die sind ganz entspannt. Redford und Drax. Da sind wir schon wieder. Welches war der? Okay, Drax war der, der uns das beibringt. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Wenn du, zumindest wird jeder Händler diese Dinge. Häuten von Reptilien oder Fell abziehen. Ich würde erstmal Fell abziehen machen. Weil gegen Reptilien kämpfen wir noch nicht ganz so. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem das Fell von Wölfen. Ach, ein Lernpunkt nur kostet das. Ich habe gedacht 10. Oh, Entschuldigung, ich habe das eben so ein bisschen abgebrochen. Tut mir leid, fällt mir jetzt das auf. Und 100 Erz, okay. Das nehmen wir. Worauf muss mit. Ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. So, und jetzt können wir alles häuten, alles abziehen, alles mitnehmen von den Tieren. Das ist auf jeden Fall nützlich für Geld. Relativ wenig Wölfe haben wir gesehen, oder? Bisher.
glaube, in Teil 2, also in Gothic 2, sind, glaube ich, mehr Wölfe unterwegs. Da fliegt noch einer. Knapp. Ich würde sagen, bis zum neuen Lager gehen wir noch. Von der Zeit her. Und dann beende ich, denke ich, die Folge schon. Wir haben doch relativ viel gekämpft jetzt auf dem Weg. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir noch so viel finden. Aber halt die ganzen Blutfliegen können wir jetzt besiegen. Das haben wir ja bisher ausgelassen. Hier sind ja doch relativ viele auch unterwegs. Schnell weg. Lass mal was essen. Wir können auch mal die Höllenpilze, glaube ich, essen. Die bringen zwar nicht so viel, aber ich glaube, da können wir auch nicht so viel mitmachen. So, und jetzt der letzte noch. Ich weiß nicht, wie stark Lurke sind. Aber das müssen wir, glaube ich, mal ausprobieren. Weil wenn wir dem neuen Lager angehören wollen, müssen wir das bestimmt mal machen. Also den Lurker töten. Weil der dort oben an der Brücke wollte das ja. Ich probiere mal gegen Goblins. Oh. Die stehen da ja gerade rum. Ich nehme vorher noch was zu essen. Goblins sind halt ziemlich nervig, weil die sind ziemlich schnell und ziemlich klein und rennen um dich herum und machen komische Geräusche. Also quasi Kinder. Mehr aushalten, also eine Rüstung und dann schaffen wir das. Aber man hat gesehen, die waren halt sehr flink und sind dann um mich herum gerannt und haben mich dann von hinten angegriffen. Und ich glaube, die bekommt man auch ganz schlecht einzeln, also sie sind eher eine Gruppe. Von hier Tieranalyse. Also am neuen Lager. Dann müsste das eigentlich gehen. Eigentlich ist aber so eine Sache. Eigentlich müsste vieles gehen. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt die Folge. Danke fürs Zuschauen. Die Folge haben wir sehr viel gekämpft und sonst so questmäßig nicht ganz so viel gemacht. Aber na gut, in der nächsten Folge geht es dann hier im neuen Lager weiter. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zuschauen.